Mega genial, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du heute zuschaust. Wir haben letzte Woche davon geredet, dass wir dieses Mal einen ganz speziellen Kidstream haben werden. Und zwar werden wir zurückschauen in die vergangenen Wochen. Was haben wir gemacht? Was haben wir erlebt? Bevor wir das machen und bevor wir gleich auch mit noch einem Spiel anfangen, was ich mitgebracht habe, möchte ich mit Gott reden. Danke Gott, dass wir jetzt hier wieder gesammelt sein dürfen. Danke für jedes Kind, das zuschaut und danke für die ganzen 42 erfolgreichen und mega coolen Kids-Streams, wo wir was von dir hören durften, wo wir was von dir lernen dürfen. Und danke für jedes einzelne Kind, das zugeschaut hat und ja, das irgendwie was ermutigt werden durfte durch jeden einzelnen Kids-Stream. Und danke dir, dass wir jetzt zurückschauen dürfen. Amen. Ich hoffe, ihr hattet die letzten Wochen genauso viel Spaß wie ich. Ich habe mich richtig gefreut, das zu sehen, was wir alles erlebt haben. Und wir haben echt viel erlebt. Das so viel kann ich nämlich schon mal sagen. Aber bevor wir gleich mit dem ersten Video anfangen, habe ich ein Spiel mitgebracht. Und zwar werde ich euch gleich eine Sache zeigen, die ihr alle zu Hause holen müsst. Also so schnell wie ihr könnt loslaufen, um die Sache zu holen. Und dann machen wir weiter. Seid ihr bereit? Seid ihr schon mal aufgestanden? Lockert euch schon mal, stellt euch schon mal bereit hin, dass ihr gleich loslaufen könnt. Dann die erste Sache, die ihr holen müsst, braucht man eigentlich jeden Tag. Und zwar ist das Klopapier. Das mussten wir schon mal in diesen Kidstream holen. Also lauft so schnell los, wie ihr könnt und holt Klopapier. Falls ihr schon unterwegs seid, sehr gut. Falls ihr schon wieder da seid, noch besser. Das ist Wahnsinn, wie schnell ihr wart. Wenn ihr noch nicht da seid, ganz entspannt, passt auf, dass ihr euch nicht wehtut. Okay, ich glaube, jetzt sind alle wieder da. Als nächstes eine Sache, die vielleicht in eurem Umfeld ist, wo ihr nicht ganz so weit laufen müsst. Eine Sache, die man auch eigentlich jeden Tag berührt, und zwar müsst ihr jetzt ein Kissen holen. Lauft so schnell los oder greift um euch, wenn ihr auf dem Sofa sitzt, ist da vielleicht sogar direkt ein Kissen. Habt ihr alle schon ein Kissen? Ich habe mein Kissen hier. Ich lege das mal zurück. Habt ihr zu Hause auch alle ein Kissen geholt? Wenn ja, mega gut. Und wir fangen jetzt an mit dem ersten Rückblick. Da werden wir gleich einfach sehen, was wir alles erlebt haben von Kidstream, von dem ersten Kidstream bis zu den Kidstream Nummer 20. Also das ist schon ganz schön viel. Und ich hoffe, dass ihr euch vielleicht auch selber entdecken könnt oder euch noch daran erinnert, was ihr erlebt habt. Bis gleich. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Ostern 2020, herzlich willkommen und herzlich willkommen, mega genial, dass du beim Kidstream dabei bist.
verabschiede mich hiermit und ich wünsche euch noch eine richtig coole Woche. Cool, dass du dabei warst. Wir sehen uns. Ich weiß nicht, ob ihr euch entdecken konntet bei dem Rückblick, aber mega cool zu sehen, was wir alles für Experimente gemacht haben oder was für Geschichte wir erlebt haben mit dem Hirten und mit dem Fuchs Hannes oder mit der Raupe. Bevor wir aber gleich gucken, wie es mit dem Kidstream weiterging, habe ich die nächsten zwei Sachen für euch. Aber bevor die nächste Sache kommt, seid vorsichtig, wenn ihr das holt, damit ihr nicht den ganzen Boden nass macht. Und zwar müsst ihr ein Glas voll mit Wasser holen. Auf geht's, schnell in die Küche, Glas rausholen und voll mit Wasser machen. Passt auf, dass ihr nicht kleckert. Passt auf, dass ihr euch nicht zu schnell rennt. Während ihr unterwegs seid, trinke ich nochmal einen Schluck. Vielleicht habt ihr es schon geschafft. Vielleicht auch nicht. Ich trinke einfach noch einen Schluck. Ja, das tut gut. Wenn ihr es auch schon geschafft habt, trinkt, könnt ihr doch auch schon mal einen Schluck trinken. Und ich glaube, jetzt haben es aber alle geschafft. Wir kommen zur nächsten Sache. Das ist ein Buch, worum es schon ganz oft ging hier im Kitzchen. Vielleicht wisst ihr auch schon direkt Bescheid. Und zwar die Bibel. Lauf los und holt die Bibel. Egal wo sie liegt, ob sie im Schlafzimmer liegt, in der Küche, im Zimmer, auf dem Schreibtisch, auf dem Nachttisch, im Regal steht. Und wenn ihr noch keine Bibel habt, dann schreibt uns ruhig eine Mail und wir schicken euch eine Bibel zu, super gerne. Dann könnt ihr das nächste Mal auch losrennen und eine Bibel holen. Habt ihr alle die Bibel dabei? Mega gut. Wir haben richtig oft in die Bibel geguckt und wir wollen jetzt in den nächsten Rückblick schauen, nämlich von dem 20. Kidstream bis zu den 30. Kidstream. Viel Spaß damit. Bis gleich. Lars, Lars, hörst du? Lars, hörst du uns? Die Kinder sind jetzt da, sie gucken bei dir jetzt zu. Oh, ihr seid schon da. Passt eigentlich jetzt gar nicht. Aber okay, wenn ihr da seid, kann ich erstmal eine Pause machen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kidstream. Richtig, richtig cool, dass du dabei bist und dass du eingeschaltet hast. Hallo, Amigos! Locker machen könnt und ausschütteln könnt, steht alle mal auf und schüttelt eure Arme. Einmal eure Beine schütteln. Oh, sehr gut, alles einmal. Okay. Seid ihr genauso bereit wie ich? Dann los geht's. Wir spielen eine Runde Pferderennbahn. Mario Next Level Bärenjagd. Wir versuchen jetzt zweimal rumzukommen. Okay, seid ihr bereit? Zweimal auf die Plätze. Fertig. Los. Puh. Also ich hoffe, ihr seid nicht so nass geworden wie ich. Ein Schneesturm. Oh. Oh, das ist so windig. Oh, aber wir müssen da irgendwie durchkommen. Geschafft. Und los geht's. Wow, immer wieder cool. Erster Versuch. Okay, der ging schon völlig an ihm. Okay, das funktioniert nicht. Simeon, das reicht. Offene Augen, voll Vertrauen. Und die zwei sind gelaufen und haben sich unterhalten und haben sich immer weiter unterhalten. Ich würde gerne wissen, über was die sich unterhalten haben. Und plötzlich, ja plötzlich kam so ein feuriger Wagen vom Himmel und hat den Elia einfach mit in den Himmel genommen. Seine erste Fahrt ging quer über den Atlantik von Amerika nach Frankreich, von dort auf einem anderen Schiff wieder nach Südamerika, weiter nach China. Über die ganze Welt war er unterwegs. Religion und echte Wissenschaft sind keine Gegensätze. Wenn wir unsere Augen und Ohren öffneten und unser Gehirn benutzten, würden wir all das sehen, was Gott seinen Kindern gegeben hat. Genau so, wie Gott es ihm gesagt hat, genau so hat Noah es gemacht. Das finde ich cool. Laut klopft es an der Tür eines großen Waisenhauses in China.
Torhüter Chang öffnet und schaut neugierig hinaus. 1, 2, 3, 4. Tun, was noch keiner tat, sehen, was noch keiner sah. Spar dir deine Sorgen und mach dir keinen Traum. Und ich flieg, 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 flieg wie ein Adler. Weil ich dir vertrau, flieg ich wie ein Adler. Ich bin ein Bibelentdecker, ja, ich will es wissen. Es gibt einen Gott, hey. So gut, du kannst ihm vertrauen. Hey. Nur Mut. Bau nicht dein Haus auf den losen Sand. Bau nicht zu nah am Strand. Stadt, Land, Welt, deine Botschaft, sie kreisen. Vater, ich komme jetzt zu dir. Als dein Kind lauf ich in deine Arme. Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Ich wünsche euch noch einen guten Sonntag und Simeon bestimmt auch. Ich wünsche euch einen richtig, richtig guten Sonntag. Zweimal. Dann wünsche ich euch eine richtig, richtig gute nächste Woche. Bis dann. Tschüss. So, jetzt kommen wir zu den nächsten zwei Sachen. Und das sind zwei kleinere Sachen, nämlich einmal ein Stift. Ich habe einen Kugelschreiber. Ihr könnt auch einen Buntstift holen, Bleistift holen. Das, was irgendwie euch am schnellsten in den Kopf kommt, wo das gerade liegt. Ob es in eurer Federtasche liegt, in der Küche. Aber holt ganz schnell einen Stift. Habt ihr es geschafft? Sehr gut, dann könnt ihr das zu den anderen Sachen legen. Und die nächste Sache ist eine Sache, die wir ganz oft gebraucht haben, und zwar eine Maske. Wo liegt eure letzte Maske oder wisst ihr, wo euer Maskenvorrat liegt? Dann lauft ganz schnell los und holt eine Maske. Mal gucken, wer da am schnellsten ist. Und ihr dürft natürlich auch sehr gerne, liebe Eltern, nebenbei Fotos machen von euren Kindern, wie sie laufen und diese Sachen holen oder nachher, wie sie alle Sachen gesammelt hat. Das würde mich interessieren, ob ihr alles zu Hause hattet. Also ich habe versucht, extra Sachen zu nehmen, die wir alle da haben. Wir kommen jetzt zum nächsten Best-of-Rückblick vom Kids-Team. Und zwar ist das von 31 bis zu 35. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Bis gleich. Hi, ich bin Victor und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Dass du dir diesen besonderen Livestream anschaust. Cool war das denn wieder, bei Lars in die Werkstatt zu gucken. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Ich erinnere mich da ganz schön gut dran. Ihr könnt euch bereit machen, auf jeden Fall wieder den nächsten Gegenstand zu holen. Und zwar ist es ein kleiner Löffel. Auf geht's. Einen kleinen Löffel brauchen wir. Das ist die nächste Sache.
Es ist natürlich für die Leute unfair, die irgendwie noch irgendwo runterrennen müssen oder so, um einen kleinen Löffel zu holen. Aber los geht's. Habt ihr alle den kleinen Löffel? Dann kommen wir zur nächsten Sache. Aber das ist eine etwas größere Sache. Aber seid ihr alle bereit? Steht ihr bereit? Und zwar müsst ihr loslaufen und einen Besen holen. Auf geht's, holt einen Besen. Wenn ihr keinen großen Besen habt, holt einfach einen kleinen Handfeger. Eine Handfeger oder eine Handschaufel würde ich auch gelten lassen. Mal gucken, wie schnell ihr das schafft. Wisst ihr, wo das zu Hause steht? Habt ihr zu Hause schon mal gefegt? Dann wisst ihr vielleicht noch umso besser, wo das steht. Und wenn nicht, dann helft Mama doch mal beim Fegen. Dann wisst ihr das nächste Mal, wo der Besen steht. Voll gut. Habt ihr alle den Besen? Ja? Okay, Hammer. Dann sind wir jetzt leider aber auch schon bei dem letzten Rückblick angekommen. Das ist nämlich der Rückblick von den letzten 4 Kids-Streams, nämlich von 36 bis zu 40. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir schon so viele Kids-Streams machen durften und dass wir so viele Leute schon dabei haben durften, dass Leute sich so viel überlegt haben und dass so viele Leute schon geschnitten haben, aber dass ihr auch jedes Mal dabei seid und uns schreibt und einfach zuschaut. Und ich bin echt, finde das so cool, diese ganzen Kids-Streams nochmal zu sehen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei wie ich. Bis gleich. Arche bauen und Tiere reinlassen. Löwe recht streichen. Liebe Löwe, Hunger? Nein, okay. Kopf. Steh auf. Ich hab das genau. Nein. Du schummelst doch immer bei diesem Spiel! Ah! Augen zu. Sind zu. Ich kann nichts mehr sehen. Das war's mit dem letzten Rückblick und leider auch mit diesem Kidstream. Ich möchte jetzt am Ende noch einmal beten. Danke Gott für jeden, der sich investiert hat in den Kidstream und danke für jedes Kind oder für jede Person, die diesen Kidstream geguckt hat. Danke dafür, dass wir dadurch dein Wort weitergeben durften und dass du uns in der Bibel so viel erzählt hast über dich und dass wir auch schon so viel lernen durften in diesen 40 Kidstreams. Es ist so cool zu sehen, dass du ja Wege möglich machst und ich möchte dich bitten für die nächste Woche, dass du jeden ganz viel Freude schenkst und dass du bei jedem Einzelnen bist, der hier zuschaut. Amen. Ich hoffe, ihr habt echt eine richtig gute nächste Woche und ich freue mich schon auf die nächsten Kidstreams, die kommen werden und ich freue mich auch auf den nächsten Sonntag. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, ciao.